Bei Zürchheimer Blog News. Wir stellen vor, die Kandidaten zur Bürgermeisterwahl 2014 in Veitshöchheim. Radio for you. Der Kandidat der Freien Wähler, Winfried Knöten. Gut, ich wohne seit 50 Jahren am Ort, bin 63 hergezogen, und also als Kind, als 12-Jähriger, und seitdem lebe ich am Ort hier. Bin zurzeit Schulleiter in Tüngersheim, einer Schule mit inklusivem Prinzip, das wir in den letzten 5 Jahren aufgebaut haben. Seit 2007 bin ich Schulleiter, und das ist also eine Vorzeigeschule für den Landkreis. Gibt es also dieses Modell in der Form nicht. Dann muss ich sagen, war ich seit jeher schon mit, wo ich 30 Jahre alt war, in Vereinen tätig. Ich habe erst bei den Pfadfindern als Pfadfinderleiter mitgemacht. Dann habe ich aktiv Handball gespielt von 22 bis 45, also über 20 Jahre Handball. Aktiv gewesen in der Turngemeinde, habe dann auch dort Freizeiten gemacht, war parallel dazu Jugendleiter des Vereins, habe Skifahrzeiten organisiert, Freizeiten im Sommer, Zeltlager und so weiter. Und habe also dann auch begonnen, schon immer mit Jugendlichen und mit Kindern zu arbeiten und das auch durchzuhalten. Später war ich dann auch mal kurz sportlicher Leiter des Vereins. Das hatte 13 Abteilungen und das war aber dann nicht mehr in der Freizeit zu schaffen als ehrenamtliche Tätigkeit, meiner Meinung nach. Dann habe ich begonnen, 92 Theater zu machen für Erwachsene im Theater am Hofgarten, habe aber mit Kindern, seit ich Lehrer bin, schon immer Theater gespielt. Und habe auch da sporadisch eine Ausbildung genossen am Theater der Jugend in München und so weiter. War öfters auf Lehrgängen weg und habe da also eine Grundausbildung und Regie erhalten, das ich dann weitergegeben habe im Theater am Hofgarten, wo ich jetzt noch Regisseur bin, wo ich also seit 20 Jahren Regie mache mit einigen Unterbrechungen, aber im Grunde genommen fast jedes Jahr im Einsatz war. Das macht mir eine Menge Spaß. Ich war dann auch Vorsitzender des Vereins, nachdem, sagen wir, der Verein ein bisschen auf der Kippe stand und es keiner machen wollte. Habe mich 2001 bereit erklärt, war das auch bis 2012. Und diese Doppelbelastung war natürlich schon enorm als Vorsitzender und dann als Regisseur. Und ich bin jetzt froh, dass ich wirklich nur noch in Anführungsstrichen Regisseur bin und mich um diese Dinge kümmern kann. Etwas Musik und es geht weiter mit der Vorstellung. Winfried Knöten. Alles kostet Geld und der letzte Punkt ist beim Geld sicherlich am wichtigsten, das Thema Wirtschaftsförderung. Wir wollen ja das Gewerbegebiet erweitern und zügig zu Ende bringen. Wir haben dort auch vor einigen Jahren, vor 2 Jahren, glaube ich, mal eine Begehung gehabt, auch vom Gemeinderat, und um mit Gewerbetreibenden zu sprechen. Und da gibt es also einige Betriebe, die unbedingt erweitern wollen, die das auch ihren Standard hier in Verzögerung davon abhängig machen, ob sie noch weiter erweitern können oder nicht. Da gab es also Firmen, von denen ich auch noch nichts wusste. Eine Firma, die zum Beispiel Öfen herstellt, die in Krankenhäusern in Afrika oder Asien rückstandslos verbrennt. Also es sind also da gibt es noch keine Müllentsorgung, wie bei uns die organisiert ist. Also müssen die Krankenhäuser das selbst tun oder andere Einrichtungen. Und der baut solche Nische, baut solche Öfen, sucht dringendst auch zum Beispiel mobile Handwerker, die also Schweißer und so weiter, die also das dann aufbauen und hat da Schwierigkeiten, Personal zu finden. Das ist interessant. Und er hat so viele Aufträge, dass er unbedingt erweitern möchte. Es gibt auch noch andere Betriebe oben, die erweitern möchten. Und da ist man gerade dabei, hier die Voraussetzungen zu schaffen. Natürlich ist dort auch das Gebiet begrenzt, was man erweitern kann. Irgendwann ist es auch so, dass man vielleicht die Landwirtschaft, die man in Gardam erhalten will, dass das unbedingt auch möglich gemacht wird. Und da gibt es Schwierigkeiten, was man an Land dann da verbraucht. Ich habe die wohnortsnahe Arbeitsplätze schon, wollte ich auch noch erwähnen, dass man also dann Betriebe in diesem neuen geschaffenen Gebiet ansiedelt. Wir haben also sehr günstige Bedingungen, also auch von den Steuern her zum Beispiel, was wir nicht so bieten können, wie zum Beispiel in Brandersacker oder in Eibelstadt gibt es auch große Gewerbegebiete, die Anbindung an die Autobahn, die also nicht so direkt ist. Das ist also eher Manko, aber dann müssen wir halt andere Möglichkeiten finden, dass unser Ort für die Ansiedlung solcher Betriebe
attraktiv ist. Radio for you. Winfried Knöten. Wir haben jetzt sehr, sehr viel gehört über das gesamte Programm. Ich darf mich auch erstmal bedanken für Ihren Besuch. Und ganz, ganz besonders möchte ich mich bedanken, weil Würzburg Radio macht Radio in Mainfranken, vor allen Dingen auch gerne Radio an unserem Standort hier in Veitshöchheim. Und für den Kandidaten der Freien Wähler möchten wir jetzt noch einen Musikwunsch erfüllen. Ja, mein eindeutiger Musikwunsch ist von den Beatles, Let It Be. Spielen wir selbstverständlich und schönen Dank für die Vorstellung, schönen Dank fürs Gespräch. Vielen Dank. When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom, let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.